Und Sie haben eine besondere Liebe, gell, mit Renault. Und wie heißt das Fahrzeug, das Sie speziell... Das ist Renault Avantime, das ist meine Liebe, das ist mein Herzblut dran. Ich sage, hier kocht der Chef noch selbst, hier passt das, was gemacht wird. Weil ich dahinter stehe für mein Produkt. Warum jetzt der Avantime? Avantime war seiner Zeit voraus, ist im Prinzip ein Renault Espace. Und dazu kam ich zum Avantime, weil die Plattform ist Renault Espace und es sind ganz selten besondere Leute, wo diese Autos fahren, auch ein Klientel, wo das Geld dafür hat und Qualität und Leistung schätzen zu wissen. Wo das Geld dafür hat, ist recht viel kaputt? Es sind ganz normale Verschleißteile, was beim Auto bei 16 Jahren passiert. Bremsen, Stoßdämpfer, was viele nicht mehr fachgerecht einbauen können. Wie viele Kunden gibt es denn da, Toto? Wie viele Kunden haben Sie denn jetzt noch mit diesem Avantime? Weil ich kann mir vorstellen, man sieht die ja sehr selten auf der Straße. Ne? Wenn ich also ehrlich bin, ich glaube, ich habe das letzte halbe Jahr keinen gesehen. Also bewusst. Also ich war jetzt unterwegs nach Kroatien auf Urlaub. Über 1000 Kilometer, keinen einzigen gesehen auf der Strecke. Das ist wahr. Man sieht eher ein Porsche auf der Autobahn und Ferrari wie ein Avantime. Warum eigentlich so wenige? Ich meine, das ist ja ein großes Auto, hat viel Platz. Und wir werden das nachher auch mal zeigen, liebe SWN-Zuschauer. Ich zeige euch nochmal einen Avantime von Renault. Und man hat viel Platz in dem Fahrzeug und war seiner Zeit voraus. Warum hat er sich nicht durchgesetzt? In der Preisklasse damals V6 Automatik, Lederbar G2, 98.000 D-Mark, war ein Watt gewesen. Dafür kauft sich ein Deutscher ein BMW oder ein VW. Also war es eine Preisfrage auch. Richtig. Aber von der Technik her, was hat er denn, wo man sagen kann, das war jetzt wegweisend oder war was Besonderes? Das Auto war eine Studie und ist aus Studie direkt so auf den Markt gekommen. Mhm. Und wird das zukünftige Oldtimer und Jungtimer schon gehandelt. Die Preise sind ziemlich steigend. Und was für Zeitraum wurde denn überhaupt gebaut? 2001 bis 2003. Danach wurde das Matra-Werk geschlossen. Der alte Chef ist gestorben und der Junior, wo es geerbt hat, großer Zeitungsverleger, hat das Ding stillgelegt. Geht in Frankreich einfach so, in Deutschland nicht. Hat keinen Bock mehr gehabt, ne? Ja. Und jetzt erzählen Sie mal ein bisschen was von Ihrer Werkstatt. Also ich habe meine Werkstatt aufgemacht am 19.12.2005 in Niederwern. Am 17.12. hatte ich Meister Bestandner, habe ein halbes Jahr umgebaut und habe ganz klein ohne einen einzigen Kunden oder alles angefangen. Also von der Pike auf jeden Kunden ergattert vom Markt. Also in Niederwern? Es war in Niederwern gewesen, ehemaliges Fahrradgeschäft Zeissner. Habe ich eine Waschhalle umgebaut und fing so langsam an. Und da ich am Anfang ziemlich viel Leerlauf hatte, entstanden komische Projekte, wie mein Pickup, wo auf dem Hof steht, aus Zeitvertreib, nicht auf Idee kommen, in Kneipen rumzufliegen und der Kunde fragt, wo ist der Hüter. Meine Werkstatt war immer voll mit Arbeit gewesen, produktiv, improduktiv. Es zahlt sich jetzt in den Jahren langsam aus. Wie ist denn so Ihr Werdegang? Warum sind Sie angefangen zu lernen? Ich habe gelernt beim Automeister Margert, ehemalig Renault. Nach der Lehre war ich noch 2 Monate dort und habe dann das gemacht wie der Dachdecker auf der Walz. Wenn der Chef ein Arschloch war, klipp und klar, habe ich gekündigt und bin woanders hin. Aber Fiat geschafft, Mercedes, Chrysler, Peugeot, BMW und habe jeden auf die Finger geschaut, wie er repariert und habe das nur gemerkt. Also wie gesagt, wie der Dachdecker auf der Walz. Da lernt man das Handwerk von der Pike auf. Und dann irgendwann seinen eigenen Betrieb aufgemacht. Einfach, weil man keine Lust mehr gehabt hat, bei anderen zu arbeiten. Ich bin dann zur Bundeswehr als Zeitsoldat, habe da die Förderung und Lehrgänge mitgenommen, 4 Jahre. Dann kam die Wende mit dem Osten.
bin fort und habe dann mehrere Jahre noch einmal auf VW gearbeitet und bin dann auf Renault Alpine gekommen zum Axel Rest nach Wölfeshausen. Habe da auch noch sehr viel gelernt. Danach ist meine Frau mit mir nach Schweinfurt gezogen. Ich musste leider dreimal den Job wechseln. Ich war dann um die 37, habe mir überlegt, wie geht es weiter. Und habe mich entschlossen, meinen Meister zu machen, mit der Voraussetzung eigenen Betrieb, weil als angestellter Meister verhungert er mir heutzutage. Also, liebe Zuschauer, auch die Jungen, die jetzt gerade ihre Lehre anfangen oder so, es rentiert sich auch noch, im Handwerk zu arbeiten. Und man kann auch davon leben, oder? Ich kann davon mittlerweile sehr gut leben. Das Ziel ist erreicht, was ich wollte. Ich sage nur eins, es ist ein harter Job. Ich bin jeden Tag 12 Stunden hier in der Firma, schaffe jeden Tag 12 Stunden. Wenn ich keine Lust habe, mache mit meiner Frau einfach mal 3 Wochen Urlaub und das kann ich mir leisten. Also das ist ja ihr, ne? Also Handwerk hat immer noch goldenen Boden, also Gold vielleicht nicht mehr so golden wie früher, aber es funktioniert noch. Und da muss nicht jeder Computer machen, muss nicht jeder irgendwas im Internet machen, mit Internet. Man kann auch einfach mal Handwerker werden. Richtig, ja. Man kriegt halt dreckige Finger, aber wenn man was kann und den Kunden zeigen kann, dass er hinterher einen Vorteil hat von dem Auto, was ich etliche habe, sagen sie, es hat sich jeder Euro rentiert. Ich habe hier Kunden, die dabei sind, die geben 10.000 bis 12.000 Euro Reparaturkosten und Restauration aus von einem Auto, wo 16 Jahre alt ist. Und das fasziniert mich. Und ich sehe, was ich hinterher gemacht habe. Ich habe ein Produkt abgegeben, was mir gefällt. Ja? Genau wie es in der R5, wo wir dann zeigen können, 3 Jahre restauriert. Jeder freut sich über das Auto. Und es bleibt irgendwann von mir vielleicht mal was übrig, wenn ich nichts mehr lebe. Und steht irgendein Museum. Genau, das denke ich mir. Man sieht nach der Arbeit, was man getan hat. Ne? Es steht ein schönes Objekt da und man freut, die ganze Seele freut sich daran. Richtig, ja. Und ich fliege auf viele Treffen rum, überall in Europa. Da kriege ich auch meine Kunden her. Und ich beliefe ganz Europa mit Ersatzteilen nur für Avantime oder Renault Spars. Jetzt, wenn es auch Kunden gibt draußen bei SWN in unserem Fernsehen und die sagen, ich möchte mal zu Ihnen in die Werkstatt kommen, Sie haben noch Zeit für Neukunden. Ich habe Zeit für Neukunden, weil meine Werkstatt ist auf 70% ausgelastet für Avantime. Letzten 30% ist für ganz normale Laufkundschaft. Und die Avantime sind größere Projekte, wo es ein Kunden nicht aufkommt auf 1 oder 2 Wochen nach hinten oder nach vorne. Und deswegen mache ich auch jeden einen Fiesta, einen Polo, alles. Die normale Handwerkerstunde bei mir kostet 42 Euro. Ich habe keinen Wasserkopf, mache Elektronikarbeiten, ist dementsprechend teurer. Also, Leute, habt es gehört, wenn ihr mal nicht wisst, wo ihr wollt, gerade die wollen bei Greinfeld wohnen oder Grafenrheinfeld, 30% ist die Werkstatt noch frei und freut sich über jeden neuen. Ne? Ich freue mich über jeden neuen Kunden. Ich sage klipp und klar, die Sympathie muss passen. Ist mir einer irgendwie unsympathisch, dann kommt das Gefühl im Bauch, lasse ich es lieber. Weil ich möchte einen Kunden, damit mir zufrieden ist, wo ich mit dem Kunden arbeiten kann. Und ich brauche keine Nörgler. Und das ist auch ehrliche Arbeit, ne? Also nicht, wenn eine Frau kommt und da sagt man, die ziehen wir mal über den Tisch oder so, das gibt es bei Ihnen nicht, ne? Es gibt kein über den Tisch ziehen, ich erkläre jedem, was gemacht werden muss und ich sage, dass die Arbeit genauso ausgeführt werden muss und der Kunde möchte nicht so haben, dann muss er woanders hingehen, weil wenn ich sage, dass die Arbeit so gemacht wird, dann klappt das auch hinterher so. Und ich gehe nicht den billigsten Preis, ich mache Qualität und das hat sich dann damit. Weil wenn ich Ihnen nur den billigsten Preis mache und nur eine Feder tausche und das Auto nicht richtig fährt, dann haben wir zwei hinter ein Problem. Das habe ich nicht verstanden, das habe ich nicht gewusst und es geht nicht so. Und es geht nach meinen Regeln und wer es akzeptiert, kann gerne bei mir Kunde sein. Ja, das freut mich halt unheimlich, weil gerade bei Frauen, wenn wir Frauen in die Werkstatt reingehen, dann werden wir ja immer wieder ein wenig für blöd verkauft, ne, und irgendwelche Sachen erzählt. Und ich bin ja ein wenig aus dem Gewerbe, ich habe ja früher Spedition und so, da bin ich ja gar nicht so laut gesagt. Und ich kenne mich dann immer ein wenig aus und denke, was hat er denn jetzt erzählt? Aber da kann ich mir bei Ihnen drauf verlassen. Sie sagen mir es ins Gesicht, das muss gemacht werden, fertig aus. Richtig, ich sage es ins Gesicht, wir machen vorne eine Probefahrt mit dem Auto, also ich weiß, wie ein Auto ist. Ich erkläre es jedem Kunden und ich nehme für jeden guten Zeit. Ob er hinterher kommt oder nicht kommt, ist mir zwar nicht ganz egal, aber er kann mit dem Fachwissen auch woanders hingehen. Also gut, dann vielen Dank fürs Gespräch. Ne? Bitte schön.
SWN.